Wochenende. Hier sind die News. Zum Launch von Gears of War 4 wurde diese Woche ein ausführlicher Livestream gezeigt und in dessen Rahmen wurde auch bekannt gegeben, dass es einen Film geben wird zum Franchise. Allerdings gibt es noch überhaupt keine Infos dazu, also weder wer da das Drehbuch schreiben wird, noch wer Regie führen wird. Es wird wohl bei Universal produziert, aber das ist im Prinzip auch schon alles. Zum Beispiel gibt es auch überhaupt keine Infos zum Inhalt, also zum Beispiel wer die Hauptfigur sein wird. Ist das Marcus Fenix oder jetzt wie im neuen Game sein Sohn JD? Das alles ist noch alles total unbekannt. Folglich gibt es natürlich auch noch keinen Kinostarttermin, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch den Film anschauen würdet oder nicht. Es gibt einen Grund zum Jubeln für Beyond Good and Evil Fans, denn Michel Ancel persönlich hat auf seinem Instagram-Account ein Artwork gezeigt und dazu geschrieben, ja, das Spiel befindet sich in Pre-Production. Er hatte vorige Tage schon mal ein Bild gepostet und auch Ubisoft hat bestätigt inzwischen, dass Beyond Good and Evil 2 in Entwicklung ist. Die Frage ist allerdings, wie weit? Denn wir erinnern uns, das Original ist ja vor immerhin 13 Jahren erschienen. Ich meine, da haben die meisten von euch noch in den Windeln geschissen. Dann ist ja 2008 schon mal ein kleiner Teaser gezeigt worden, da ist aber nicht viel passiert. Dann ist ein Jahr später ein Gameplay-Video geleakt, das ist aber dann auch, naja, irgendwie so verpufft. Also das sah zwar ganz nett aus, aber ein Spiel ist ja bis heute nicht draus geworden und die Arbeiten wurden immer wieder unterbrochen. Und deshalb ist da immer ein großes Fragezeichen dran gewesen und heute, beziehungsweise jetzt diese Woche, also das Signal ja. Das Spiel ist in Pre-Production, was heißt, wir fangen so langsam mal an, aber so richtig gestartet ist die Entwicklung noch nicht. Es wird also noch ein paar Jahre dauern, bis wir tatsächlich das zweite Mal mit Beyond Good and Evil unterwegs sein können. Allerdings, wer das Original verpasst hat, der hat jetzt die Chance, das nachzuholen, denn Ubisoft hat ja gerade sein 30-jähriges Jubiläum und noch bis Ende des Jahres werden jeden Monat Spiele kostenlos zum Download angeboten, die normalerweise eben Geld kosten. Und ab Mittwoch, den 12. Oktober, ist der erste Beyond Good and Evil Teil auf dem Uplay-Service, also da, ne, wo man sich dann anmeldet, dieser Ubisoft-Account verfügbar. Natürlich nur in der PC-Version, aber wer das macht, der kann das dann halt runterladen und kostenlos spielen. Freunde, gibt es schöne Nachrichten, denn ab dem 18. Oktober wird es eine Demo zu Sonne und Mond geben und zwar natürlich im Nintendo eShop für den Nintendo 3DS dann einfach runterladen und diese Demo, die enthält ein Ash Quajutsu, das ist eine spezielle Form von Quajutsu, was ich natürlich wusste. Und wer dann die Demo gespielt hat, der kann dann seinen Spielstand mit diesem Ash Quajutsu auch ins volle Spiel übertragen, wenn er es sich dann holt. Außerdem wurden per Trailer die Weiterentwicklungen der drei Starter-Pokémon vorgestellt. Das heißt, aus Bautz wird Arboretos, aus Flammiau wird Mizunder und aus Robal wird Marikek. Release ist dann am 23. November. Leider kein gemeinsames Couchgemetzel per Schwert, denn Ubisoft hat aus For Honor den Splitscreen-Modus gestrichen. Und zwar sagte Producer Stéphane Cardin, wir haben diese Woche entschieden, den Splitscreen-Modus zu streichen. Es war ein Feature, das wir geliebt haben, aber als wir uns angesehen haben, was noch getan werden muss, um einen Online-Koop-Modus möglich zu machen, mussten wir eine Entscheidung fällen. Jetzt haben wir genug Zeit, um das Spiel auf ein AAA-Level zu bringen und sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Erfahrung liefern. Jetzt ist die Frage, bedauert ihr das? Denn so Splitscreens, die sind ja heutzutage selten genug und gerade bei For Honor wäre das, glaube ich, echt cool gewesen. Deshalb schreibt mal bitte in die Kommentare, interessiert mich eure Meinung, bedauert ihr das oder sagt ihr, For Honor, juckt mich nicht. Also, Release ist dann am 14. Februar 2017, das wollte ich sagen, für PlayStation 4, Xbox One und PC. Du hast Talent. Aber du musst auch viel lernen. Mist! Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Meine Freunde nennen mich Sully. Nathan Drake. Seit einem guten Jahr ist die Nathan Drake Collection erhältlich und natürlich perfekt für alle die, die die ersten drei Uncharted-Teile noch nicht gespielt haben oder einfach nochmal in der wunderschönen Remastered-Version nachholen wollen. Jetzt hat Sony bekannt gegeben und zwar über Twitter, dass ab dem 16. November die drei Uncharted-Spiele auch einzeln in ihrer Remastered-Version erhältlich sein sollen. Wer also keinen Bock hat, sich die ganze Collection zu holen, weil er sagt, naja,
Teil 1 muss ich nicht nochmal spielen, aber Teil 2 fände ich cool. Der kann das dann machen. Allerdings ist noch nicht klar, ob das eine reine Download-Geschichte sein wird oder ob es das zum Beispiel auch als Retail-Fassung geben wird, aber das glaube ich eher nicht. Und leider wurde auch noch nicht gesagt, was das kosten soll. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. So, das waren schon wieder die News. So richtig viel war diese Woche nämlich gar nicht los. Aber bei uns auf dem Kanal und auf dem Zock-Kanal umso mehr. Ja, da war wieder eine ganze Menge los. Jede Menge Videos, die ihr euch reinziehen könnt. Zum Beispiel hat der Kevin am Mittwoch ein Paper Mario Special hochgeladen. Das heißt, jetzt, wo Color Splash kurz vor dem Release steht, hat er sich gedacht, komm, wir gucken uns mal die bisherigen Spiele an. Also eine kleine Geschichtsstunde in Sachen Paper Mario. Da ist ein Phänomen aufgetaucht. Und zwar habe ich dieses Video auf meinem Handy gucken wollen und da war kein Sprechton. Also man hört die Musik, aber man hört den Kevin nicht sprechen. Da habe ich gesagt, Alter, ich glaube, das Video ist kaputt. Da sagte er, nee, das funktioniert ja. Und der Mike sagt, das funktioniert auch. Dann habe ich das Ganze auf meinem Laptop angeguckt. Da höre ich den Kevin, aber in einer furchtbar miserablen Qualität. So als ob der per Telefon aus Simbabwe anruft. Und nur auf meinem iMac, da kann ich ihn ordentlich hören. Wir sind noch nicht dahinter gekommen, was das für ein krankes Phänomen ist. Aber falls einer von euch die Lösung hat, bitte schreibt sie uns. Und falls ihr das Video angeklickt habt oder jetzt anklickt und ihr hört nichts, dann probiert es am besten einfach auf irgendeinem anderen Rechner. Aber das ist wirklich seltsam. Außerdem hatte ich meinen ersten Solo-Auftritt auf dem Zock-Kanal. Das ist ja unser Partnerkanal, wo die Jungs alle herkommen. Da werden ja auch weiterhin Sachen zu Kino und Popkultur und eben auch Quatsch hochgeladen. Und eine so eine Quatschrubrik, die heißt Im Stehen. Und jetzt, wo ich meinen allerersten Auftritt auf dem Zock-Kanal hatte, habe ich auch mal so ein richtig schönes, im wahrsten Sinne des Wortes, Scheiß-Thema erwischt. Da kann mir keiner erzählen, dass das nicht die pure Absicht war. Auch das habe ich für euch natürlich verlinkt. Und wenn ihr da auf dem Kanal seid, dann abonniert den doch direkt. Da ist auch in den letzten Tagen eine ganze Menge anderes Zeug hochgeladen worden. Zum Beispiel erfahrt ihr, was im Oktober auf Netflix neu erscheint und auch auf Amazon Prime. Also jede Menge geiler Content. Und damit schicke ich euch ins Wochenende und sage Tschüss.